So. Hey, was fällt dir eigentlich zu treten? Ach, ich dachte, du magst treten. Macht doch Spaß. Dir werde ich's zeigen. Irrtum. Hey, ich kann meine Füße nicht mehr bewegen. Ich weiß, kleiner Zauber. Wichtelzauber. Mach das sofort wieder weg. Wer bist du denn überhaupt? Was willst du denn? Ich? Gestatten? Wichtel. Bin ein Wichtelmännchen. Haha, und ich bin der Kaiser von China. Irrtum, du bist nur Nils Holgersson. Du kannst ja wohl kein Wichtelmännchen sein, wenn du genauso groß bist wie ich. Wieder Irrtum. Ich bin nicht so groß wie du, sondern du bist so klein wie ich. Was meinst du? Winzig bist du, wie ich. Hab dich verzwergt. Ich bin genauso groß wie immer. Irrtum. Winzig bist du, mausegroß. Soll dir eine Lehre sein, sollst mal sehen, wie das ist. Bist jetzt nicht mehr der Stärkste, bist jetzt der Schwächste. Muss jetzt gehen, wünsche viel Spaß, Zwergdrangin. So ein Blödmann. Und wie affig er gesprochen hat. Wichtelzauber. Ich soll klein sein wie Wichtel. So ein Quatsch. Oho, wen haben wir denn da? Das ist der Nils Holgersson. Und wie winzig er ist. Wer seid ihr denn? Erkennst du mich nicht? Ich bin der Hahn. Du hast mich gerade noch getreten. Schon vergessen? Ja, aber warum bist du so groß? Ich bin so groß wie immer. Die Frage ist ja, warum bist du so klein? Und warum versteht er unsere Sprache? Richtig. Jetzt, wo du es sagst, merke ich es. Ach, er kann uns verstehen. Das trifft sich gut. Dem wollte ich schon immer mal meine Meinung sagen. Nils Holgersson, du bist ein unverschämter, ungezogener Bengel. Ja, immer trittst du nach uns. Denkst du, das tut nicht weh? Ja, aber ich wusste ja nicht. Was wusstest du nicht? Dass so etwas wehtut? Oder wusstest du bloß nicht, dass ihr eines Tages die Chance bekommen, Äste heimzuzahlen? Es tut mir leid. Es tut ihm leid. Mir kommen die Tränen. Ich kenne ihn jahrelang. Und dann denke ich, wenn er sich kurz entschuldigt, ist alles vergessen. Aber so leicht kommst du uns nicht davon, Freundchen. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ja, und es wird gleich noch viel mehr leid tun. Aber das war doch alles nur Spaß. Ein Spaß, so. Dann wollen wir doch auch ein bisschen Spaß mit dir haben. Du hast meine Feder ausgerupft. Jetzt werde ich dir die Haare ausrupfen. Du findest es also besonders witzig, wenn man die Kleineren ärgert. Wie findest du das? Immer hast du uns gescheucht. Jetzt werden wir dich ein bisschen scheuchen. Das ist unfair. Alle gegen einen. Aber wenn Menschen Tiere treten, ist das mutig. Ich habe schon immer davon geträumt, es dir heimzuzahlen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt sind wir stark und du bist schwach. Und das bedeutet, jetzt kriegen wir endlich unsere... Danke! Oh! Wo ist der? Der kleine Stargrim hat sich verkrochen. Schade, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen gepiesert. Ja, ich würde gerne noch weiter auf ihm herumhacken. Für alles, was er uns angetan hat. Ja, alles können wir später noch machen. Er kann es hier nicht für immer verstecken. Irgendwann muss er mal rauskommen, spätestens wenn er Hunger bekommt. Und wo soll er schon hin? Jedes Mal, wenn es sich zeigt, werden wir für ihn herumhacken. Jeden Tag werden wir ihn jagen. Der wird keinen frohen Tag mehr haben. Glaub bloß nicht, dass wir mit dir fertig sind. Wenn du wieder rauskommst, geht es weiter. Lieber Himmel, was mache ich denn jetzt? Die Hühner werden mich nie wieder in Ruhe lassen. Aber ich kann doch nicht immer im Versteck leben. Das ist ja wie im Gefängnis.